Also machten in 14 Tagen daheim, schon der erste Abend waren die Partisanen und Bekannte schon daheim wieder. 14 Tage war er daheim. Der Urlaub ist aus. So, was werden wir machen? Die Mutter hat wieder geweint. Weihwasser, mich besprengt mit solchen Sachen. Die Jungs werden es vernichten. Mutter, es hilft nichts. Ich werde nie mehr zurückgehen. Ich kann nicht zu denen gehen, die uns zum Tode verurteilt haben. Und so bin ich gegangen und der Kommandeur von den Partisanen hat gesagt, wir kommen dich abholen, so viel, dass die Heimischen nicht ausgesiedelt und beziehungsweise eingesperrt werden, dass die nicht hineinkommen wegen mich. Abends ist gekommen, gar Partisanen hat sich gemeldet, nicht gemeldet, und der Kommandeur hat mir aber gesagt, abends bin ich fort, bleibe, abgeholt habe die militärische Ausrüstung, also. Ich kann nicht kommen. Und am nächsten Tag habe ich den Kommandeur von den Partisanen getroffen und habe gesagt, warum sind sie nicht zu mir gekommen? Und er hat gesagt, sie wissen selber, wohin sie gehören. Das ist leicht zu sagen. Das war leicht zu sagen damals. Aber das zu tun, das war nicht so leicht. Aber Gott sei Dank, damals haben sie Klagenfurt bombardiert, die Engländer. Und nachher sind die von der Polizei nachgefragt gekommen, ob ich mich schon wo gemeldet habe. In den Tag haben sie Klagenfurt bombardiert. Und die Mutter hat immer gesagt, vielleicht ist aber dabei bei dem Fliegerangriff umgekommen oder was. Und die Mutter war so schlau, da waren in Bleiburg illegale Mitarbeiter der Partisanen, Aktivisten. Und die Mutter hat einer von denen, Mitarbeiterin, in 14 Tagen oder 3 Wochen ein Sepakel gemacht und zu der Frau hingetroffen. Die Frau hat noch einen Sepakel auf die Post gegeben, auch meine Adresse vom Militär, als ich früher, wohin ich mich melden sollte, nach dem Urlaub. Das Packerl wieder zurückgekommen. Noch so sind die Packerl hin und her gegangen. Und